Am Morgen des 31. Jänner 1943 ergab sich Feldmarschall Paulus, der Oberbefehlshaber der 6. Deutschen Armee in Stalingrad. Herr Major, wie ist es und warum ist es zum Angriff auf Stalingrad gekommen? Der Angriff deutscher und verbündeter Streitkräfte in den Raum von Stalingrad wurde notwendig, um den Hauptangriff der Wehrmacht im Sommer 1942 in den Kaukasus am Don und aus dem Raum von Stalingrad operativ abzudecken. Ein zweiter Grund für den Angriff in den Raum von Stalingrad ist darin zu sehen, dass man durch die Sperrung der Wolga im Raum von Stalingrad die Ölzufuhr aus dem Kaukasus nach Zentralrussland unterbrechen wollte. Wie ist es zur Einkesselung der 6. Armee gekommen? Durch die Schwäche in den Flanken der 6. Armee gelang es den sowjetischen Truppen am 19. und 20. November, die Stellungen der verbündeten rumänischen Truppen zu durchbrechen und sich am 23. November nachmittags östlich Kalatsch zu vereinigen. Warum hat die Luftversorgung der 6. Armee in Stalingrad versagt? Die Luftversorgung der 6. Armee zu gewährleisten, ist sowohl vom Oberbefehlshaber der Luftflotte 4 wie vom kommandierenden General des 8. Fliegerkorps wie vom Oberbefehlshaber der Heeresgruppe W des Generaloberstfreiherrn von Weichs von vornherein als undurchführbar bezeichnet worden. Aber Göring hat Hitler gegenüber doch die Durchführung der Luftversorgung übernommen. In welcher Form Göring Hitler gegenüber die Luftversorgung garantiert hat, ob für die ganze Dauer des Winters oder nur für einen beschränkten Zeitraum, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Aber dass er sie ihm zumindest für einen beschränkten Zeitraum garantiert hat, ist wahrscheinlich. Wer sind demnach die Hauptschuldigen? Erstens der Einkesselung, zweitens des Versagens der Luftversorgung. Nach Schuldigen zu fragen, ist sehr schwierig, sehr problematisch. Und die Frage zu beantworten ist noch schwieriger. Dass die 6. Armee zum Angriff auf Stalingrad angesetzt worden ist, geht zurück auf einen Befehl des Oberkommandos des Heeres. Wie bekannt war Hitler Oberbefehlshaber des Heeres, beraten wurde er vom Chef des Generalstabes des Heeres. Sie sprechen um Befehl Nummer 45 vom Juli 42, nicht? Jawohl. Warum ist der Entsatzversuch, den Manstein durch Hoth unternommen hat, gescheitert? Der Entsatzstoß scheiterte, weil er mit viel zu schwachen Kräften geführt worden ist. Der Entsatzstoß wurde geführt von 1,5 Panzerdivisionen. Denen stand ein Vielfaches von Panzer- und motorisierten sowjetischen Kräften gegenüber. Hätte die 6. Armee, also zwischen 8. und 10. Jänner, als sie das Ultimatum erhielt, kapitulieren sollen? Durch den Kampf der 6. Armee wurden ungefähr 90 sowjetische Großverbände vor ihrer Einschließungsfront gefesselt. Dadurch war es der sowjetischen Führung nicht möglich, ihren Stoß bis nach Rostow fortzuführen und damit die im Kaukasus stehende Heeresgruppe A abzuschneiden. Hat Paulus alles getan, was möglich war, um sich dieser furchtbaren Lage im Kessel von Stalingrad zu entziehen? General Paulus und sein Chef des Generalstabes, General Schmidt, haben zu wiederholten Malen in ausführlichen Lageschilderungen und Lagebeurteilungen die schwierige, die kritische Situation der 6. Armee an die Heeresgruppe B und an das Oberkommando des Heeres gemeldet. Etwa selbstständig, ohne Befehl der Heeresgruppe oder des OKH oder Hitlers auszubrechen, war ihnen aufgrund der Gesamtlage nicht möglich. Warum schreibt dann ein so verantwortlicher Stratege wie von Manstein, er hätte Paulus gedeckt, wenn dieser ausgebrochen wäre? Generalfeldmarschall von Manstein, als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Don, musste klar sein, dass Generaloberst Paulus
um mit der 6. Armee auszubrechen, vorausgesetzt, dass er dazu taktisch und logistisch in der Lage gewesen wäre, einen eindeutigen Befehl seiner nächsthöheren Dienststelle haben musste, in diesem Fall des Oberkommandos der Heeresgruppe Don. Von Seydlitz, ein schneidiger General, wollte ausbrechen. Er hatte somit Ihrer Ansicht nach nicht recht mit seinem Memorandum vom 25. November. Der kommandierende General des 51. Korps in Stalingrad, das die Donfront, was die Wolgafront verteidigte, hat diese Forderung am 22.11. in einem Gespräch mit Paulus und Schmidt erhoben und diese Forderung am 25. November noch einmal schriftlich niedergelegt. Der kommandierende General des 51. Korps traf sich in seiner Beurteilung der Lage mit Paulus und Schmidt darin, dass die beste Lösung der Situation eine Zurücknahme der 6. Armee aus dem Raum von Stalingrad nach Südwesten sein würde. Aber er unterschied sich von beiden in der Wahl des Zeitpunktes. Seydlitz forderte sofortigen Ausbruch der 6. Armee aus dem Raum von Stalingrad, sowohl am 22.11. wie dann am 25.11. Zu diesem Zeitpunkt war die 6. Armee operativ, taktisch und logistisch hierzu wohl kaum in der Lage. Die 6. Armee war ja Ihrer Auffassung nach seit der Einkesselung verloren. Mit dem Zeitpunkt der Einschließung durch sowjetische Kräfte am 23. November nachmittags ist die 6. Armee auf verlorenem Posten gestanden gewesen. Wie viele Menschen sind in Stalingrad zugrunde gegangen? Anfang Dezember hatte die 6. Armee in Stalingrad eine Stärke von 245.000 Mann. Von diesen 245.000 Mann sind ungefähr 28.000 ausgeflogen worden. Und in der Zeit vom 19. November bis Ende November sind 18.000 Mann gefallen. Somit sind nach der Einkesselung 235.000 Menschen gefallen bzw. gefangen genommen worden, 6.000 sind in die Heimat zurückgekehrt. Das würde also bedeuten, dass seit dem 19. November, seit der Einkesselung, Stalingrad 229.000 Opfer gefordert hat, ohne die vor der Einkesselung gefallenen Deutschen. Diese Zahl dürfte ungefähr richtig sein. Militärs, Historiker und Hinterbliebene erörtern noch immer die Schuldfrage. Paulus starb 1957 in der DDR, aber die Generale Schmidt und von Seydlitz leben noch. Paulus, Generalstabschef, Generalleutnant AD Arthur Schmidt, sandte uns im August 1972 seine Stellungnahme aus Hamburg. Er bezeichnete die Ausbruchspläne als unrealistische, reine Theorie. Nach der Einkesselung seien noch zwei Armeekorps auf der anderen Seite des Don gestanden. Es habe an Betriebsstoff und Munition sowie an Transportmitteln für schwere Waffen und Verwundete gefehlt. Man sei überdies über die Gesamtlage nicht informiert worden. Hitler und Manstein hätten beide befohlen, auszuharren. Man habe den Zusammenbruch des Südflügels der Ostfront verhindern wollen. Militärische Erwägungen und nicht blinder Gehorsam hätten somit den Ausschlag gegeben. Im Dezember sei die 6. Armee viel zu schwach gewesen und habe nicht einmal genug Treibstoff für den Aufmarsch gehabt. Die höchste deutsche Führung habe die gut geführten sowjetischen Kräfte unterschätzt und nur unzureichende Gegenmaßnahmen getroffen. Der 84-jährige pensionierte General der Artillerie von Seydlitz-Kurzbach beantwortete im September 1972 in einem Schreiben aus Bremen einige an ihn gestellte Fragen. Er sei auch noch heute felsenfest überzeugt, dass er recht hatte, als er nach der Einkesselung der 6. Armee Generaloberst Paulus zum sofortigen Ausbruch ohne vorherige Benachrichtigung Hitlers drängte. Die spätere totale Katastrophe habe ihm recht gegeben. Es wäre besser gewesen, Teile der Armee zu opfern, als die ganze Armee. Aber nun zu den Augenzeugenberichten. Herr Johann Hartl, Tabakarbeiter in Heimburg an der Donau, war Sanitätsunteroffizier in der Infanteriedivision Nummer 44.
Herr Hartl, schildern Sie uns Ihre bleibenden Eindrücke von Stalingrad, bitte. Ich glaube, das Erschütterndste, was wir als Sanitätsunteroffiziere und überhaupt als Sanitäter erlebt haben in Stalingrad, war, dass wir tausende Verwundete zurücklassen mussten, buchstäblich liegen lassen mussten, ohne Wasser, ohne Verbandsmaterial, ohne Verpflegung, ohne irgendwelche Hilfe, sogar ohne ärztliche Hilfe. Sie blieben zurück, mussten liegen gelassen werden, weil es einfach keine Möglichkeit gab, irgendeine Hilfe für sie zu geben. Wir, die wir noch nicht verwundet waren, wir liefen unser eigenes Leben. Wir liefen unser Leben. Und das war das Erschütterndste, was ich glaube, wenn man das erlebt hat und gesehen hat, wie diese Menschen geschrien haben, ihr Verbrecher, ihr Gauner, ihr lasst uns da liegen, warum helft ihr uns nicht? Für uns war jede Hilfe unmöglich. Für diese Menschen waren wir natürlich Verbrecher, aber wir liefen unser Leben. Wenn so manche Mutter gesehen hätte, wie ihr Sohn verreckt ist, denn sie sind verreckt. Sie sind nicht den schönen Heldentod, wie man so gerne spricht, gestorben. Sie sind verreckt wie Hunde. Wie Hunde sind sie verreckt. Wir waren hilflos. Wir liefen um unser Leben. Nicht genug, dass die Läuse die Kameraden angefressen haben. Nach ihrem Tode wurden sie sogar von ihren eigenen Kameraden angefressen. Es wurde Menschenfleisch in Stalingrad gefressen. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, dass es grausam ist, was ich jetzt sage. Aber die Wahrheit über Stalingrad, die ist eben grausam. Sie kann nur grausam sein. Oberst Herbert Zelle aus Hamburg war Pionierführer der 6. Armee in Stalingrad. Er hatte Einblick in die operative Entwicklung. Herr Oberst, wie konnte die 6. Armee überhaupt in eine so ausweglose Situation geraten? Der deutschen Sommeroffensive 1942, der die Frühjahrsschlacht von Charkow im Mai mit der Vernichtung der Heeresgruppe Timoschenko vorausging, lag der Operationsplan Blau zugrunde. Dieser Plan sah das Vorgehen in den südrussischen Raum in vier Phasen vor. Einmal den Vorstoß nach Osten auf den Don. Zweitens das Einschwenken nach Süd-Südosten auf Stalingrad. Dort der Don, hier Stalingrad. Drittens die Einnahme von Stalingrad. Und die vierte Phase, die Eroberung des Kaukasus mit den bekanntlich reichen Ölquellen um Krasnogorsk, Maikop, Grosny und so weiter. Hitler hielt den geordneten sowjetischen Rückzug für den totalen Zusammenbruch des Feindes. Er erklärte, der Russe sei erledigt und verfügte am 23. Juli 1942, dass Stalingrad und der Kaukasus nicht nacheinander, sondern zugleich angegriffen worden. In der Folge rannte sich die 6. Armee in Stalingrad fest und wurde in den Tagen zwischen dem 19. und 22. November von den sowjetischen Streitkräften eingeschlossen. Was geschah dann, Herr Oberst? Sie waren doch dabei. General Paulus versammelte am 22. abends die kommandierenden Generäle der fünf Korps um sich und die einheitliche Auffassung war,
der Durchbruch nach Westen hier in die Gegend des Flusses Schier, wo die nächsten deutschen Truppen standen. Hitler jedoch verbat den Ausbruch. Generalstabschef Zeitzler bedrängte ihn doch so sehr, den Ausbruch zu gestatten, dass er schwankend wurde. Da erschien am 24. November morgens um 8 Uhr vor Hitler der Chef des Generalstabes der Luftwaffe, General Jeschonek, und erklärte, dass die deutsche Luftwaffe in der Lage sei, die 6. Armee aus der Luft zu ernähren. Diese Erklärung war Hitler sehr willkommen. Nun verbat Hitler neuerlich jeden Ausbruchversuch. Der Entsatzversuch der Armee Hoth schlug fehl. Die 6. Armee unternahm selbst nichts und wurde aufgerieben. Herr Oberst, haben Sie darüber jemals mit Generaloberst Paulus gesprochen? Ich begegnete Paulus etwa um den 20. Januar herum in einer Schlucht bei Stalingradski, wo sich der Armeegefechtsstand befand. Er ging vornübergebeugt, sein Gesicht war aschgrau. Und auf die Frage, wie ich denn über das ganze Geschehen dächte, sagte ich zu ihm: Herr Generaloberst, hätten nicht gehorchen dürfen, Herr Generaloberst, hätten Hitler erklären müssen, ich schlage die Schlacht mit der 6. Armee, solange gehört mein Kopf meiner Armee, nach der Schlacht gehört er Ihnen. Dann wäre Herr Generaloberst so etwas wie ein moderner York geworden. Paulus legte daraufhin seine rechte Hand auf meine Schulter und sagte: Ja, ja, ich weiß, die Kriegsgeschichte hat schon das Urteil über mich gesprochen. War er ein Feldherr? Er war ein eminent begabter Generalstabsoffizier, aber er war kein Truppenführer. Diplom-Bergingenieur Josef Kaiser war Leutnant im Ersten Weltkrieg, wurde dann Bergmann, Theologiestudent und im Alter von 36 Jahren katholischer Pfarrer. Seine Tätigkeit als Pfarrer der 76. Division in Stalingrad wurde von den meisten Stalingrad-Autoren rühmlich beschrieben. Jetzt, im Alter von 78 Jahren, wirkt er noch immer, und zwar als Seelsorger am Westfälischen Landeskrankenhaus für Psychiatrie. Herr Pfarrer, General von Seydlitz hat mir geschildert, wie Sie regelmäßig die Verwundeten aus der Frontlinie hereinbrachten. Wie war das? Ich konnte als Pfarrer natürlich nur dann wirken, wenn ich soldatisch mich einsetzte. Ich weiß, wie es zugeht. Ich bin zweimal im Nahkampf im Ersten Weltkrieg verwundet und ging dorthin, wo Verwundete anfielen, und habe dann dafür gesorgt, dass sie zurückkamen. Der Autor Wöss beschrieb, wie Sie beim Treck in die Gefangenschaft die Zurückbleibenden und Zusammenbrechenden oft weiterschleppten, um sie so vor dem sicheren Tod zu bewahren. Natürlich habe ich das versucht, so lange wie ich selber konnte. Ich weiß von einem, den ich mir auf den Puckel nahm, ich dachte, es würde ein Genickschuss werden. Aber ich habe keinen Genickschuss selber erlebt. Hab mir auch gesagt, dass bei 20, 30, 40 Grad Kälte der Tod gnädig ist. Ich habe einen auf den Schultern weggetragen, so lange wie ich es konnte, und wurde dann selber von dem Kolben der Begleitmannschaft vorangestoßen. Ich konnte nicht mehr, ich weiß nur noch, wo er sagte: Grüßen Sie mir meine Frau Maria. Ich weiß aber nicht mehr den Familiennamen. Wenn Sie an Stalingrad zurückdenken, erinnern sich doch sicher an bestimmte Begebenheiten. Die Ärzte überließen mir sämtliche Kopf- und Bauchschüsse. Junge Kerls, wir hatten jungen Ersatz bekommen. Einer schaute an sich herunter. Ich dachte, dass er wohl seinen Rosenkranz herausholen wollte. Ich fackte in die
Hosentasche und fasste in die offene Bauchhöhle. Ich hatte einen zweiten, dem war die rechte Schädelkalotte weggerissen. Die graue Hirnrinde pulste unter dem ganz wenigen Verband. Ich denke, er ist tot. Ich habe an dem Tage 78 Sterbende gehabt. Und wie ich es machte, betete ich ein Vaterunser. In der damals bei den Katholiken üblichen Form, führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da hebt sich die Decke, die Schlafdecke, unter der der von mir aus gesehen Sterbende lag, und es kam klar und deutlich aus der Decke heraus, denn dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oberst Arthur Boje aus Hamburg war Kommandant des Infanterieregiments 134, das in Wien in Garnison war. Herr Oberst, wie kämpften die Österreicher in Stalingrad? Sie kämpften nicht nur in Stalingrad, sondern im ganzen Feldzug in Russland seit Beginn, dem Juni 1941, ganz ausgezeichnet. Und man konnte mit dieser Truppe wirklich in jeder Beziehung zufrieden sein. Sowohl mit dem Offizierkorps als auch mit den einfachen Soldaten. Militärwissenschaftler in allen Ländern diskutieren noch immer den Opfergang der 6. Armee in Stalingrad. Oberkommandierender war ja Generaloberst Paulus. Sie kannten ihn doch. Paulus war mir sehr gut bekannt, auch schon vor dem Kriege, als ich im Mai 1939 zu einer Generalstabsreise kommandiert war. Er galt ja als hervorragender Planer, Organisator und Lehrer. Aber seine Qualitäten als Feldherr sind sehr umstritten. Was möchten Sie dazu sagen? Ja, ich möchte das wohl auch betonen. Und ich habe seinerzeit zum Ausdruck gebracht, Paulus war nicht nur ein großer Generalstäbler, außerordentlicher Planer, wie Sie sagten. Er ist ja der Hauptmitarbeiter am Plan Barbarossa gewesen. Er war ein Herr, er war ein vornehmer Mann. Aber es fehlte ihm zur Vollkommenheit, wo man sagen, dass er kein Kerl war wie sein Vorgänger Reichenau. Zwischen den deutschen Truppen bei Stalingrad und im Kaukasus klaffte ja eine 300 Kilometer große Lücke in der Kalmückensteppe, wo ja nur eine Division stand. Ganz recht, ja. Ganz recht. Und das war wohl auch ein Verhängnis, weil diese Lücke nicht hat geschlossen werden können. Aber die Bedrohung ging ja gar nicht von da aus. Der Entschluss der russischen Führung, an Stalingrad so festzuhalten, wie sie es dann gehabt haben, und uns den Kampf um Stalingrad so erschwert haben, wie das stattfand, war ja das Entscheidende. Und das Entscheidende war eben, dass Hitler nicht davon abzubringen war, gleichzeitig Stalingrad und gleichzeitig das Kaukasus-Unternehmen zu planen und durchzuführen. Noch ein wenig historische und militärwissenschaftliche Spekulation. Wäre von Reichenau Kommandierender in Stalingrad geworden, hätte er Ihrer Auffassung nach die Ansicht Paulus oder die von Seydlitz geteilt? Also von Seydlitz Ausbruch nach Südwesten, Paulus blinder Gehorsam. Ja, der Ausbruch nach Südwesten war überhaupt, wenn ein Ausbruch geplant werden konnte, zur damaligen Zeit, nur nach Südwesten möglich gewesen. Richtig, aber Rostorf, nicht? Obwohl, ganz recht, aber obwohl ja Paulus auch selbst Bewegungsfreiheit verlangt hatte, konnte er zunächst gar nicht von sich aus ausbrechen, denn zwei Korps standen noch nordost rückwärts am Don, die erst herangeholt werden mussten. Außerdem fehlte mangels Betriebsstoff und mangels Beweglichkeit durch Pferde die Möglichkeit, die schweren Waffen zu einem Ausbruch mitzubringen. Und doch schreibt Paulus Vorgesetzter, der hoch angesehene Feldmarschall von Manstein, in seinen verlorenen Siegen, dass Paulus nach der Einkesselung durch die Sowjets, also sagen wir am 23. November, gar nicht hätte um Erlaubnis anfragen dürfen im Führerhauptquartier, sondern dass er hätte handeln sollen. Er von Manstein hätte ihn gedeckt. Was halten Sie davon? Ja schon, er hätte ihn gedeckt, aber es wäre praktisch gar nicht möglich gewesen. Eben durch die Kampflage, dadurch, dass der Russe jeden Tag angriff und gerade die Kräfte, die zum Ausbruch bestimmt waren, die noch im Besitz von Panzer waren,
durch diese ständigen Angriffe der Russen nicht zum Zuge gebracht werden konnten. Hat Ihnen Paulus in der Gefangenschaft Erklärungen abgegeben über seine Haltung, seine umstrittene Haltung während der Schlacht von Stalingrad? Ja, lieber Boje, sagte er, die Sache ist folgendermaßen. Ich bin stolz darauf, dann den Entschluss des Führers, Stalingrad zu verteidigen und zu halten, durchgeführt zu haben. Das wird einmal in die Geschichte eingehen. Denn ich will es so formulieren, der Russe hat zwar die Schlacht bei Stalingrad gewonnen, aber sein operatives Ziel, den Durchbruch durch die südliche deutsche Front Richtung Rumänien, in Richtung auf das rumänische Öl, nicht erreichen können. Das war also eine Art Vermächtnis. Das war, wenn Sie wollen, Vermächtnis, jedenfalls seine Ansicht damals. Wann war damals? Welches Jahr war das? Das war genau im Jahre 1944 im Frühjahr. Im Jahr 1946 sagte aber Paulus als Zeuge im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess aus, die Invasion der Sowjetunion, die ja er selbst geplant hatte, sei ein Verbrechen gewesen. Er hat sicher seine Ansicht geändert, nachher in seinen Äußerungen. Er ist ja auch als Zeuge der Anklage in Nürnberg aufgetreten. Ob die Sowjetunion erfolgte, wie ich ausgeführt habe, nach einem von langer Hand vorbereiteten und sorgsam getarnten Plan. Ich habe gerade erläutert, dass ich damals, als ich den Befehl übernahm, den Umfang des Verbrechens, das in der Eröffnung und Durchführung dieses Eroberungskrieges lag, nicht in dem Umfang und in der Schärfe erkannt hatte und erkennen konnte, wie es meine Erfahrungen, die ich als Oberbefehlshaber der 6. Armee bei Stalingrad sammeln musste, dann ergaben. Er hat mir gegenüber auch einmal, und zwar ist das auch im Spätherbst, Winter 44 gewesen, als er mich mal in einem anderen Lager in der Nähe von Moskau besuchte, aus einem anderen Grunde nebenbei gesagt, stand er vor der großen Karte Europas und sah nun diese große russische Reich und das kleine Deutschland. Da sagte er zu mir, wir waren beide alleine, wo sagte er, ich verstehe nicht, wie dieses kleine Deutschland Russland angreifen konnte. Das sagte der Mann, der selber geplant hatte. Nicht? Aber daraus sieht man schon, dass er seine Meinung nachher in irgendeiner Form geäußert hat. Aber ich kann mir das nicht erklären. Was ist Ihre Auffassung, wenn Sie heute nach 30 Jahren auf Stalingrad zurückblicken, auf dieses furchtbare Blutopfer, das ja dann doch die Niederlage nicht aufhalten konnte? Wie sehen Sie Stalingrad ja, heute? Ja, die Niederlage konnte nicht aufgehalten werden und Stalingrad war der erste Rückschlag. Aber eins ist mal sicher. Das Festhalten an Stalingrad hat die Heeresgruppe Süd-Manstein in die Lage gesetzt, die Armee des Kaukasus zurückzuholen und in Sicherheit zu bringen und eine neue Front im Süden aufzubauen. Das war das Verdienst des Festhaltens an Stalingrad, das natürlich zu unsäglichen Opfern geführt hat. Denn mein Regiment bestand schließlich nur noch aus einer Handvoll Offiziere und 80 Mann, von denen der größte Teil auch verwundet oder krank war, genau wie ich selber. Ursprünglich waren es wie viele in Ihrem Regiment? 3000. General Fritz Morzig war während der Schlacht von Stalingrad Lufttransportführer. Was war Ihre Aufgabe als Fliegergeneral in Stalingrad? Nachdem am 23.11.42 die Entscheidung über die Luftversorgung Stalingrads bei einer Besprechung von Göring in Wildbad Werder gefallen war, bekam der Lufttransportführer den Befehl, sämtliche verfügbaren Ju-52 im Reichsgebiet und teilweise auch im besetzten Gebiet zusammenzuziehen und in Richtung Absprungplatz Tatschenskaja 42 Kilometer von Stalingrad entfernt in Marsch zu setzen. Herr General, ich habe in einer Ihrer Schriften gelesen,
dass man ihnen hätte geben müssen, alle U-52 der Luftwaffe, um Stalingrad zu versorgen, und dass wahrscheinlich auch das nicht genügt hätte. Stimmt das? Das stimmt absolut, denn zu dieser Zeit besaß die Luftwaffe nur 750 U-52. Die Luftversorgung der 6. Armee war also, Sie sagen das als Fachmann, als Luftwaffengeneral, ein utopischer Wunschtraum Hitlers und Görings. Das war's. Welche Menge an Nahrungsmittel, Treibstoff und Munition hätte schätzungsweise die 6. Armee gebraucht? Ich glaube 300 Tonnen im Durchschnitt, also 500 Tonnen an guten Flugtagen, sagte Generalstabschef Zeitzler. Stimmt das ungefähr? Das stimmt ungefähr. Und erreicht wurde doch im Durchschnitt kaum 100 Tonnen täglich. Der Durchschnitt innerhalb von 70 Tagen Versorgung ab 25.11.42 bis zum 2.2.43 betrug nur 94 Tonnen. Fast 300.000 Menschen sind in Stalingrad ums Leben gekommen. Manche Strategen meinen, sie hätten den Zusammenbruch der Südfront verhindert, den sofortigen. Andere meinen, sie seien sinnlos verheizt worden. Wie dem immer auch sei, es war eine kolossale Fehlspekulation im OKW, im Führerhauptquartier. Wer ist Ihrer Ansicht nach daran schuld, Herr General? Ja, dieser Fehleinschätzung. Die Schuldfrage kann weder nach der einen noch nach der anderen Seite irgendwie ausgelegt werden. Es gab eigentlich keinen Schuldigen. Ja, es gibt ja da verschiedene Versionen. Eine Version ist, Görings Generalstabschef Jeschonek hätte die Luftversorgung als unmöglich bezeichnet und dann kaum möglich dazu geschrieben. Göring habe dann das kaum gestrichen. Die zuständigen Persönlichkeiten, auch Richthofen, Fiebig, die leben nicht mehr, Jeschonek nicht und Göring nicht. Es ist schwer festzustellen, wer was gesagt hat und zu wem. Aber es scheint so, dass im Zusammenhang mit dem, was Göring unter Umständen als Zusage gemacht haben kann, Hitler gegenüber, dass nur die Versorgung sicherzustellen wäre, wenn innerhalb der ersten 8 Tage, höchstens bis 10 Tage nach der Einschließung, die 6. Armee sich aus dem Kessel herausgeboxt hätte. Ein bisschen strategisch-historische Spekulation. Was hätten Sie als General in Stalingrad gemacht? Wären Sie ausgebrochen oder geblieben? Ich wäre keinesfalls geblieben. Ich hätte auf Biegen und Brechen wäre ich rausgegangen und hätte gesagt, wie man es damals sagte, mein Führer, ich lege Ihnen meinen Kopf, wenn Sie den haben wollen, stelle ich ihn zur Verfügung. Also was von Seydlitz, General von Seydlitz wollte. Ja. Das hat er damals ja auch gesagt. Sind Sie der Ansicht, dass dieser Opfergang der Armee wenigstens sinnvoll gewesen sein könnte, sinnvoll im Sinn eines Verhinderns des Zusammenbruches der gesamten Südfront, oder sind diese Menschen völlig sinnlos verheizt worden? Ihre private Ansicht, Herr General. Die Frage ist schwer zu beantworten für mich als Luftwaffenmann, ja. Aber ich halte diese... Doch müssen Sie eine Ansicht haben. Die Sache ist alles andere als sinnvoll gewesen. Was sind die Verluste, die die Luftwaffe gehabt hat? Es waren doch schwere Verluste an Menschen und Material bei der Versorgung Stalingrad. Es sind Gesamtverluste, 488 Flugzeuge verschiedener Baumuster. Dabei 266 U-52. Also ein Drittel aller deutschen U-52. Jawohl. An Menschenmaterial sind fast... Es können auch über 1000 Besatzungsmitglieder gefallen bzw. bei Abstürzen draufgegangen. Dr. Franz Bednar hat als junger Kriegsfreiwilliger die Schlacht von Stalingrad erlebt und überlebt. Dr. Bednar, Sie gehörten hier einer der drei österreichischen Divisionen an. Meine Einheit war das Feldlazarett 100. Also der 100. Leichten Jägerdivision. Die 100. Leichten Jägerdivision. Was haben die Soldaten während der Stalingrader Schlacht an Nahrungsmitteln bekommen, anfangs und später? Wir haben praktisch unsere Pferde aufgegessen. Wir haben Wassersuppen aus Pferdefleisch bekommen und dazu Brot und Käse, je nachdem nach Anfall. Wie viel was Brot? Dabei. Anfänglich 100 Gramm, zuerst 150, dann 100 Gramm und dann die Destillation auf 50 Gramm zurückgegangen. Und zum Schluss hat nur mehr die kämpfende Truppe 50 Gramm
bekommen. Die anderen gar nichts? Die anderen nichts. Ich selbst habe anfänglich um den 20. oder 25. November einen Patienten zu uns ins Feldlazarett bekommen. Und nachdem ich seinen Gesundheitszustand angeschaut habe, war es mir vollkommen klar, der Mann muss ausgeflogen werden, und ich habe ihm die Flugkarte geschrieben und habe ihn dann gefragt, wie alt er sei. Und weil der so langsam nachgedacht hat, habe ich das Alter gesagt und war sehr vorsichtig und habe gemeint, dass er 45 Jahre. Daraufhin hat er mich ganz groß mit verhungerten Augen angeschaut und hat gesagt, nein, ich bin erst 18. Wie hat sich Ihre Gefangennahme abgespielt? Man kann sich vorstellen, dass wir sehr beeindruckt waren, was für Schicksal uns jetzt erwarten wird. Als dann die russischen Soldaten auf unsere Bunker zukamen, mussten wir hinausgehen und die Hände hochnehmen. Und als wir einige Hunderte beisammen waren, haben wir die russischen Soldaten da, wo wir Offiziere auch feststellen konnten, gefragt, was wird mit uns? Und da ist uns ein Mann aufgefallen, der sehr mit einem Pelzmantel angetan, eine Schapka auf, und der sehr jovial gesprochen hat: Ihr werdet leben, in Sibirien gibt es sehr viel Raum, da werdet ihr leben. Das war Chruschtschow. Der ja als Generalleutnant, als Politkommissar die Schlacht von Stalingrad mitgemacht hat. Dr. Friedrich Weiß, Rektoratsdirektor einer Wiener Hochschule, hat während der Schlacht von Stalingrad als Verbindungsoffizier zu einer rumänischen Division gedient. Unter dem Schriftstellernamen Fritz Wöss veröffentlichte er eine Stalingrad-Trilogie. Das erste dieser Bücher, der Dokumentarroman Hunde wollt ihr ewig leben, wurde auch verfilmt. Was war das Kräfteverhältnis zwischen deutschen und sowjetischen Truppen? Ich nehme an, dass das Kräfteverhältnis, wie es ja meistens im Ostfeldzug war, 1:3 bestanden hat. Wir wissen ja, dass heute, dass die deutsche Wehrmacht die Offensive begann mit ungefähr 3.200 Panzern und die Sowjets 10.000 Panzer hatten und die sogar überlegen waren technisch. Sie haben ja mehrmals Gelegenheit gehabt, mit dem rumänischen General Tataranu, dem Sie als Verbindungsoffizier zugeteilt waren, beim Oberbefehlshaber der 6. Armee, Generaloberst Paulus, vorzusprechen. Beschreiben Sie den Mann, Herr Doktor. Der erste Eindruck, ich muss es ganz ehrlich sagen, und ich schildere es auch in meinem Buch, war der, dass Paulus sehr nervös, sehr unsicher war. Und ich hatte das Gefühl, wie er immer mit seiner Hand an die Seitentaschen seiner Uniform fast hingriff und wie er zuckte auch mit dem Gesicht, dass er der Situation nicht gewachsen war. Und meine unheilvollen Gedanken damals waren: Wenn der Mann Herz und Hirn der Armee sein soll, werden wir vor die Hunde gehen. Und das hat sich leider auch dann erfüllt. Trotz alledem war Paulus sehr optimistisch. Trotz dieser Krise am Don oben war Paulus sehr optimistisch und er sah schon den Krieg gewonnen und erzählte: Stellen Sie sich vor, Herr Tatarano, wenn der Krieg gewonnen ist, dann müssen wir diese riesigen Gebiete hier verwalten. Und da werden wir Generäle als Gaugrafen eingesetzt. Hier im Kuban-Gebiet, dieses Gebiet würde ich mir wünschen, kann man seine Ländereien nicht zu Pferd abreiten. Da müssten wir mit dem Fieseler Storch wahrscheinlich abfliegen, unsere weiten Gebiete. Und am Sonnabend, dann geht es mit der Me 109 nach Berlin zum 5 Uhr D. Paulus Stabschef, Generalleutnant Schmidt, kannten Sie ja auch. Ich muss sagen, Generalleutnant Schmidt hat mir als jungen Offizier damals sehr imponiert. Er war ein tatkräftiger Mann und ich hatte auch den Eindruck, dass er die wichtigste Person im Armeestab war. Und dass er auch jener, was ich auch dann in der Gefangenschaft erfuhr, dass Schmidt jener war, der Paulus immer wieder gestützt hatte. In der Gefangenschaft haben Sie dem Komitee Freies Deutschland und dem Bund Deutscher Offiziere nicht angehört. Wir empfanden dies als neuerlichen Verrat der Generalität gegen ihre Soldaten und Lanzer. Sie sagen neuerlichen Verrat? Ja, denn das erste Mal wurden ja die deutschen Soldaten in Stalingrad verraten.
insofern, als sich Kampf in Stalingrad mit einer Brutalität geführt wurde. Jeder, der irgendwie überlaufen wollte oder Anstalten machte, nicht mehr zu kämpfen, wurde auf der Stelle erschossen. Soldaten, die zum Beispiel von den Russen gefangen wurden und zurückgeschickt wurden, damit sie zum Überlaufen auffordern, mussten sofort erschossen werden. Und es kam auch ein Befehl von Paulus heraus, dass Gefangennahme gleich Tod bedeutet und der Offizier sich zu erschießen habe, ebenso wie der Unteroffizier. Er selbst hat sich aber nicht erschossen. Und die Generale selbst sind mit einer einzigen Ausnahme, das schilde ich auch in meinem Buch, der General von Hartmann, der als wirklich gefallen ist, so der damaligen Einstellung mit dem als Held, so sind die Generale vollzählig in Kriegsgefangenschaft gegangen, nachdem sie den letzten deutschen Soldaten verheizt hatten. Und das war der Verrat der Führung und vor allem auch der Verrat, der darin lag, dass die Katastrophe heraufkommen sah und dass von oberster Führung aus Feigheit gegenüber Hitler nichts unternommen wurde und eigentlich wie gelähmt man gewartet hat, bis man vernichtet wird.